Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. In der letzten Folge sind wir in Azuria City angekommen, haben die Nugget-Brücke gemacht und wollen uns jetzt aufmachen zu Pokémaniac Bill. Ich habe hier auf dem Weg schon den einen oder anderen Trainer besiegt, wie gesagt, offscreen. Moment, da liegt ein Item, oder? Das habe ich doch richtig, habe ich das richtig gesehen, dass da... Hier? Ja, ein Supertrank, sehr schön. Ich habe aber nicht alle Trainer gemacht, einfach um für euch noch ein paar Kämpfe hier übrig zu lassen. Man muss ja auch nicht alles offscreen machen, ne? Ich kann das Spiel auch komplett offscreen spielen, dann kann ich euch das Intro hochladen und das Finale und den Rest könnt ihr euch dann vorstellen. Nein, natürlich nicht. So, Rettern ist natürlich auf einem richtig hohen Level. Muss ich ja richtig Angst haben, dass ich von dem Retter nicht gemacht werde. Hier, Level 12, uiuiuiui. Nee, ich versuche da so eine gute Mischung zu finden zwischen On-Screen- und Off-Screen-Kämpfen. So, jetzt wollen wir aber zuerst mal das Radfratz hier aus dem Weg räumen. Zack. Er ist ganz schnell hinüber. Und der Knirps ist besiegt. So, hier haben wir noch ein Item. Ach, Quatsch, ich habe natürlich noch keinen Zerschneider. Was war das gerade eben für ein Hirnlag? Natürlich habe ich vor der zweiten Arena noch keinen Zerschneider. Hier haben wir das Haus von Bill, aber hier haben wir noch einen Pro-Trainer. Diese Gegend hier wird gerne für Dates genutzt, aber davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Die Einsamkeit ist für einen Trainer-Coach wie mich nur eine Herausforderung von vielen. Ich bin ziemlich stark. Was willst du, dass ich gegen dich antrete? Ja, sicher wollen wir das. Denn wie gesagt, da kriegen wir immer ganz nette Items, beziehungsweise von dem hier kriegen wir eine TM, beziehungsweise von der hier. Ohne ihr Gender assumen zu wollen. Komm. Wird mit Flackerbrand einfach... Wir fegen einfach alles weg. Hier wird gebrandrodet. Und das ist so... Oh, ich finde diese Animation so cool. Von Geowurf. Das gefällt mir echt wahnsinnig gut. Und gerade am Anfang des Spiels ist Geowurf ja keine schlechte Attacke. Geowurf macht nämlich genauso viel Schaden... wie das Level, das wir sind. Also wir kriegen jetzt zum Beispiel jedes Mal 17 KP Schaden, wenn der Gegner Geowurf einsetzt. Ist generell nicht schlecht, insbesondere gegen Tanks, die viele Werte, aber nicht so die KP haben. Weil es halt immer denselben Schaden macht, aber ich glaube nicht, dass Geowurf großartig kompetitiv genutzt wird. Ich hatte seit langem wieder richtig Spaß. Hier, das ist für dich. Apropos Geowurf. Natürlich kriegen wir den hier. Hätte man sich fast denken können. Oh, dann gehen wir doch mal zu Bill. Moinsen. Hä? Niemand daheim? Evoli hat irgendwas entdeckt. Was ist das? Das ist ein Nidoran. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin natürlich kein Pokémon. Nenn mich einfach Bill, ich bin ein waschechter Pokémaniac. Was guckst du mich so an? Du glaubst mir kein Wort, was? Ich lüge aber nicht. Mir ist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen von einem Pokémon zusammengewürfelt. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja, von mir aus. Genau, der PC da. Mach bloß keine Fehler. Ich zähle auf dich. Ich weiß nicht, ob ich das... Na gut. Hey, kannst du dich bitte ein bisschen beeilen? Du nutzt das Zellteilungsprogramm des Teleporters. Du.
So süß, wie begeistert Evoli aussieht. Puh, tausend Dank. Du hast echt was gut bei mir. Hey, was sehen meine Augen da? Du trägst ja in deinem Beutel eine Pokémon-Box mit dir rum. Wenn du zu viele Pokémon gefangen hast und deine Pokémon-Box voll ist, kannst du sie an Professor Eich schicken. Praktisch, was? Ach, und noch was. Das hier ist für dich als Dankeschön für die Rettung eben. In Orania City liegt ein großes Kreuzfahrtschiff vor Anker, die MS Anne. Oder MS Anne. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber das ist nichts für mich. Zu schnieke für meinen Geschmack. Das sind mehrere Tickets zum Abreisen, falls du noch jemanden mitbringen willst. Viel Spaß! Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bill im Original eine Brille trägt. Deswegen ist es gerade etwas verwirrend, aber. Oh, Evoli will spielen. Das habe ich gesehen. Moment. Wenn Evoli spielen will, dann müssen wir auch mit Evoli spielen. Na du! Oh mein Gott, das ist so süß. Evoli hat viel mit Bibo gespielt und ist rundum zufrieden. Ja, es ist so knuffig. War das Süßeste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich möchte auch ein Evoli haben. Kann ich bitte ein Evoli haben? Oh, Bibo hat was gefunden. Eine Himbeere. Dankeschön, Bibo. Danke, danke. So, und dann können wir ja wieder zurück nach Azuria City, einmal schnell Pokémon heilen und dann auf in die Arena. Schwupp. Ich muss noch durch die Tür. Würdest du bitte danke? Keine Ahnung, was das gerade eben wieder war. Ich bin nicht in der Lage, durch Türen zu gehen. Schwing, schwing, dü-dü-ding. Bitte beehre uns bald wieder. Ja, wenn meine Pokémon schwer verletzt sind, dann komme ich wieder. Ansonsten eher nicht. Wenn du gegen die Arena leitest, ja, Pokémon, das mindestens Level 15 hat. Düdling. Kann ich hier eigentlich auch? Nee, da komme ich nicht hoch. Wir müssen also geradeaus durch. Ich lass mal Evoli vorne. Oder will ich Knofensa ein bisschen trainieren? Will ich. Vielleicht will ich in der Arena Knofensa ein bisschen ranlassen. Ein Goldini. Sollte. Oh, seht ihr den Hintergrund von der Arena? Es ist ja so detailliert. Da ist ein Krabi und ein Shiggy und ein Sterndu. Und am Rand sind ja auch Pokémon. Da an der, wie heißt es? Das, was da unten an der Wand ist. Was ihr jetzt gerade zu links seht, jetzt gerade nicht. Ich meine, das da am Rand. Da ist ein Lapras und ein Shiggy und ein Seeper. Oh, es ist so cool gemacht. Jetzt habe ich Knofenser natürlich blöderweise nicht nach vorne getan, weil ich gerade zu begeistert von den Details war. Oh, diese Detailverliebtheit ist so toll. Gefällt mir echt gut. Und ein Yugong ist da hinten an der Wand. Da ist ein Shillock. Und das Muschas wird. Oh. Oh, Eissplitter. Bin ich jetzt froh, dass ich Knofensa nicht vorne habe. Das ist uncool. Kannst du das bitte nicht tun? Dankeschön. So.
So, dann packen wir hoch Team natürlich. Einmal Knofensa an erste Stelle. Für den Kampf hier. Und vermutlich auch für den Anfang von Misty. Und dann haben wir ja immer noch Pikachu. Ja, doch, Pikachu haben wir auch im Team. Stimmt. Stimmt. Voll vergessen. Und Evoli. Also dieses Mal sollte die Arena hier überhaupt kein Problem sein. Und mit dieses Mal spiele ich ja mein allererstes Let's Play an. Das war Feuerrot. Und da war tatsächlich die Arena so ein kleineres Problem. Wer sich dran erinnert. Ich weiß, dass sich einen oder zwei noch dran erinnern. Falls ihr damals schon auf meinem Kanal wart. Damals! Als man die YouTube-Trends doch schauen konnte. Ich sag's euch, das war eine schöne Zeit. Ich habe sie genossen. Deine Pokémon verdienen eine Goldmedaille. Dankeschön, Dankeschön. Okay, Freunde, dann würde ich aber sagen, mache ich die Folge hier an der Stelle mal ein bisschen kürzer. Ich habe leider im Moment nicht so viel Zeit. Deswegen muss ich schauen, wie ich das Ganze einteile. Dann wird die Folge halt ein bisschen kürzer. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.